Hi Leute, willkommen zum neuen Fishing Point Video. Ja, es ist ziemlich laut, wo ich hier bin. Ich bin heute gleich neben der Bundesstraße. Hier werde ich unter einer Brücke angeln, beziehungsweise zwei Positionen. Einmal unter der Brücke und einmal vor der Brücke. Beziehungsweise die Route wird unter der Brücke sein, aber den Köder werde ich gleich nach dem Brückenpfeiler positionieren bzw. platzieren. So, ich wollte euch nur mal jetzt die Montagen zeigen. Also es geht heute ums Welsangeln wieder einmal. Die Ausgangslage. Ich bin am Fluss Raab. Es ist steigendes Hochwasser. Ich war zu Mittag hier. Seitdem ist es ungefähr wieder einen halben Meter weiter nach oben gestiegen und ja, habe vor, dass ich heute mit Tauwürmer angle, also keine Köderfische, nur Tauwürmer, beide Routen. Habe einen kleinen Drilling drauf und eine große 30 Gramm Flügel-U-Pose. Weil die Strömung doch ziemlich stark ist und ja, habe ein 1,1er monophiles Vorfach und ja, werde das Ganze mit einem Stein reinwerfen, also mit der Hand reinwerfen. Das ist die eine Route und die andere Route ist etwas feiner ausgelegt, also da habe ich einen kleinen Drilling, Zeck-Drilling, Größe S glaube ich ist das. Dann habe ich hier so eine Tri-U-Pose, 5 Gramm und habe nur ein 0,70er monophiles Vorfach, also ganz fein das Ganze. Das werde ich vor der Brücke platzieren, ebenfalls mit einem Stein und das andere wird nach der Brücke sein. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendeine Chance habe. Es ist doch ziemlich laut wegen dem Verkehr. Aber ich denke mal, das wird nicht derart störend sein. Denn die Fische sind das gewohnt. Und Hochwasser, Brückenpfeiler, das ist immer eine gute Kombination. Auch wenn jetzt halt viel Verkehr ist. Das Einzige, den es stören wird, bin wahrscheinlich ich. Die Fische sind das gewöhnt. Ja, habe hier jetzt Tauwürmer, Steine vorbereitet, dann Abhackmatte bzw. Abhack-Dings-Matte, sagen wir mal. Das werde ich jetzt runterbringen. Die eine Route wird hier sein, die andere Route da drüben. Ich zeige euch das Ganze jetzt einmal, wie das Ganze hier jetzt ausschaut. Also Leute, steigendes Hochwasser. Man sieht, Fluss Raab nimmt sehr viel Totholz mit, beziehungsweise Treibgut. Hier ist der eine Rutenhalter. Und dort unter der Brücke, gegenüber vom Brückenpfeiler, ist der zweite Rutenhalter. Ich hoffe mal, dass ich dort hinter dem Brückenpfeiler vom Totholz verschont bleibe. Ich verspreche mir auch dort mehr Erfolg. Aber man sieht, ja, steigendes Hochwasser. Ich werde auch hier irgendein ein Holz abstecken, denn das Ganze hier war heute trocken, wie ich hier war, zu Mittag. Also drückt mir die Daumen, dass ich heute Erfolg habe. So Leute, beide Routen habe ich ausgelegt. Ich bin jetzt hier unter der Brücke. Die neuen Bissanzeiger sind auch am Start. Beziehungsweise habe ich auf die Route getan, also die elektrischen Bissanzeiger. Dort ist jetzt ein Fisch gesprungen, mitten in der Strömung. Also ich hoffe mal, dass es hier was wird.
und dass nicht allzu viel Treibgut in die Schnur hineinkommt. Hier verspreche ich mir eigentlich viel, dass hier ja, ziemlich lange die Montage sauber bleibt, aber so wie sich die Route jetzt schon bewegt, habe ich da meine Bedenken. Ja, das Wasser steigt ziemlich schnell. Ich zeige euch das mal. Ich habe ein Stecken in die Erde gestochen und ja, ist schon drüber. Also ich zeige euch das Ganze mal. So Leute, wie man sehen kann, ja, Hochwasser. Und wie ich gekommen bin, hoppla. Wie ich gekommen bin, habe ich gleich hier ein Stecken reingestochen und wie man sehen kann, ja, 1-2 cm ist es schon wieder drüber. Also das Wasser steigt ziemlich schnell und dort kann man sehen, was für Treibgut das hier mitgeschwemmt wird. Da sind ganze Bäume dabei. Also es ist schon ein Wahnsinn, was für Kraft der Fluss Raab eigentlich hat, wenn er wirklich Hochwasser führt. So, hier nochmal meine Montage bzw. Routenständer, Route, hier meine neuen elektrischen Bissanzeiger fürs Welsangeln, Glöckchen habe ich auch noch drauf, aber man sieht, dass sich die Route schon bewegt. Also ich bin hier direkt hinterm Brückenpfeiler. Ja, und jetzt sollte ich eigentlich mal meinen Mund halten. So, gehen wir mal zur anderen Route rüber. Also ich weiß nicht, wie lange ich es hier aushalten kann, beziehungsweise hier noch spazieren gehen kann. Vorhin, wie man sehen kann, bin ich hier noch herumgegangen. Da war noch kein Wasser. Jetzt ist hier überall schon Wasser. So. Also hier ist die andere Route. Ebenfalls die neuen Bissanzeiger drauf und Glöckchen. Und hier sieht man auch die Schnur. Es schaut so aus, als ob es hier gleich am Rand wäre, aber es ist schon weiter drin. Ja Leute, ich hoffe mal, dass ich hier wegen dem Hochwasser nicht allzu schnell verjagt werde. Ja, im Hintergrund schwimmt schon wieder ein halber Baum. Also ein Wahnsinn, was da Treibgut mitgeschwemmt wird. Naja, drückt mir die Daumen, dass es heute einmal mit einem Hochwasserwaller klappt. Aber das Wasser, das steigt und steigt und steigt. Das kann man richtig sehen, wie es in die Höhe geht. Also es ist ein Wahnsinn. Also ich denke mal, dass der höchste Punkt erst jetzt runterkommt und demnächst in der nächsten Stunde hier die Hölle los sein wird. Also ich weiß nicht, ob die Routenständer hier im Trockenen bleiben. Mal sehen. Ich werde jetzt einmal die ganzen Sachen, was überflüssig ist, wieder ins Auto tun. Und ja, sollte das Hochwasser, das Wasser so schnell steigen, dann werde ich einfach die Routen rausnehmen und ja, werde mich einfach verschüssen. Aber drückt mir die Daumen, dass es was wird mit meinem Hochwasserwaller hier am Fluss Raab. Also Wahnsinn, Leute, schaut euch das an, was hier alles mitgeschwemmt wird. Es ist alles Totholz. Da kommt es richtig runter. Ein Wahnsinn.
Das hört nicht auf. Es geht schon die ganze Zeit so. Also wenn sich da nichts im Haken verhängt oder in der Schnur verfängt, dann weiß ich nicht. Das ist ein Wahnsinn. Was ist das? Ein Autoreifen? Irgendein Plastikteil. Müll ist da auch einiges dabei. Ich weiß ja nicht, wo das alles herkommt. Und das Wasser ist seitdem schon wieder gestiegen. Also hier kann man sehen, aber ich bin da trotzdem guter Dinge. Wahnsinn, schaut euch das an. Das sind Riesenbäume. Wenn ich die ganzen Bäume hier rausgefischt hätte, die schon vorbeigeschwommen sind, also da würde man die nächsten 3 Jahre kein Brennholz kaufen müssen. Wahnsinn. Aber das ist ein Riesenteil wieder. Und das Wasser steigt noch immer unaufhaltsam. Ich habe jetzt schon meinen Sessel hierher gebracht. Schauen wir mal, wie viel Zeit ich noch habe. Also, das Wasser kommt schon ziemlich hoch. So Leute, kurzes Update. Die Route hier unter der Brücke biegt sich schon ziemlich stark durch, also da dürfte schon einiges drin hängen. Aber bei dem Dreck, was hier mitgeschwemmt wird, wundert es mich auch nicht, dass da die Route alles einfängt. Obwohl, ja, ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass hier hinterm Brückenpfeiler es ist doch besser sein wird, aber anscheinend nicht. Ich zeige euch einmal, das, wie sich die Route schon durchbiegt. So Leute, die Route spielt ganz schön, also die biegt sich jedes Mal nach vor. Ziemlich stark. Ja, und die Hochwasserlage ist auch nicht besser. Also dort sieht man das Hölzchen. Also wie ich gekommen bin, war das Wasser dort, wo ich das Holz hineingestochen habe. Und ja, jetzt ist es doch schon etwa mehr als 5 cm seitdem gestiegen. Die andere Route ist eigentlich ziemlich ruhig. Die biegt sich gar nicht einmal so arg. Ich zeige euch das mal. Aber ich muss hier durch den ganzen Schutt und durch den Müll gehen. Und durch das Buschwerk hier. Weil unten ist ja das Wasser schon so weit oben, da komme ich nicht mehr vorbei.
Dort ist schon alles unter Wasser. Dort bin ich noch am Vormittag und ja, wie ich gekommen bin, bin ich noch dort zu Fuß gegangen. Schauen wir uns einmal an, wie sich hier die Route biegt. Und dort ist schon wieder so ein Riesengeäst. Also die Route ist etwas ruhiger. Ein Wahnsinn. Ja Leute, ich hoffe mal, das Ganze hat auch einen Sinn, was ich hier mache. Und ja, jetzt gefühlt 3 Monate, was ich jetzt angle und also auf Walle angle und ja, hat sich eigentlich nicht wirklich etwas getan. Aber ja, die meiste Zeit war ich am See. Am See darf man bei uns keine Boote und nichts. Boah, was ist denn das? Kommt ein Schiff, ein Totholz in der Größe eines Schiffes. Wahnsinn. Also wenn das in die Route reinkommt, das nimmt die Route mit. Also Leute, da vorne, das ist ein Wahnsinn, da kommt ein Megabaum. Und das an diesem kleinen Fluss. Also das ist auch ziemlich interessant, was da alles mitgeschwemmt wird. Aber von wo das kommt, das würde mich ja interessieren. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also ich sag ja, wenn ich das ganze Totholz, was hier mitgeschwemmt wird, wenn ich das einfangen würde, 3, 4 Jahre würde man da kein Brennholz kaufen müssen zum Heizen im Winter. Also das dürfte von irgendeinem Sturm umgestürzt sein und rein in den Fluss. War ein Wahnsinn, aber da vorne ist ein Kraftwerk, beziehungsweise eine Staustufe auch. Und trotzdem gelangen solche Teile hier durch. Das ist echt ein Wahnsinn. Ja, Leute, ich hoffe mal, das Wasser steigt nicht zu schnell, sonst kann ich einpacken. Oder beziehungsweise muss ich einpacken. Und dann ja, hat das heutige Angeln wieder keinen Sinn gehabt, beziehungsweise keine Ergebnisse geliefert. Aber ich hoffe mal das Beste. Also drückt mir weiter die Daumen. So Leute, ich wollte euch einmal zeigen, was sich da alles verfangen hat. Ja, den Haken habe ich schon befreien können. Aber hier hat sich ein riesen Knuddelmuddel entwickelt und ja, alles an Gras und so weiter wurde eingefangen. Also ans Angeln, an richtig gutes Welsangeln ist hier gar nicht zu denken. Die Schnur hat sich auch irgendwie hier beim Stein verfangen. Keine Ahnung wie. Wahrscheinlich vielleicht beim Raus. Heben. Ich dachte schon, ich muss die Schnur abschneiden. Ich wollte einfach nicht rauskommen. Zum Glück, die Rute ist ziemlich stark. Also ich konnte die Bremse voll zudrehen und dann so richtig anreißen. Ja, und ja, auf dem Haken und auf der Propeller-U-Pose war ungefähr genauso viel wie hier nochmal. Das konnte ich unten schon befreien. Jetzt muss ich mit dem Scheiß hier herum tun.
und die andere Route ist noch gar nicht heraus. Also, ja, ich werde jetzt einmal hier das Ganze von dem Abfall befreien und ja, dann packe ich ein und werde nach Hause gehen. Also, es hat einfach keinen Sinn, mit diesem Treibgut, was hier mitschwingt, kann man einfach nicht normal angeln. Also, ja, später gibt es da noch ein Update. So Leute, ich habe hier schon ein paar Sachen heraus. Route 2 sieht noch interessanter aus. Also, da ist noch mehr Dreck drauf als auf Route 1. Ein Wahnsinn. Und auch hier ist die Reißleine nicht gerissen. Hier die Triu-Pose, also statt Würmer ist Dreck am Haken, ein Wahnsinn. Also so kann man hier nicht angeln. Ich werde das Ganze wieder befreien, die andere Route habe ich schon eingepackt, echt arg. Also Leute, ich werde jetzt zusammenpacken. Ja, hat nicht wollen sein, also ich habe es gewusst, normalerweise angelt ja auch keiner am Fluss Raab, wenn Hochwasser ist, eben weil, wie man im Video gesehen hat, so viel Dreck mitgeschwemmt wird und da meine ich jetzt nicht nur Laub, sondern auch, ja, wie man gesehen hat, ganze Bäume schwimmen da in diesem kleinen Flüsschen, das ist ein Wahnsinn. Also was hier vorbeigeschwommen ist, das wäre natürlich super Brennholz im Sommer, das Ganze, oder im Frühjahr, wenn sowas passiert und wenn man das Ganze einfängt, dann kleinschneidet und alles zum Trocknen über den Sommer draußen aufbewahrt, dann ist es auf jeden Fall super. Dann hat man einige Jahre ausgesorgt, also braucht man kein Brennholz kaufen und so weiter, aber fürs Angeln ist das überhaupt nichts. Also ich muss wieder warten, bis der Fluss Raab wieder normal Wasserstand hat und ja, dann kann ich da etwas machen. Ich zeige euch das Ganze nochmal mit. Also vielleicht sieht man es so besser. Das ist ein Wahnsinn, was da ist. Die ganze Schnur ist voller Dreck bis oben, also ja, über einen halben Meter, was da Dreck drauf ist. Also ich werde das Ganze jetzt befreien und ja, wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Leider hat es wieder mit einem Waller nicht geklappt. Erschwerte Bedingungen, ja, alles voll zum Scheißen. Ja, so ist das eben mit einer Wallerangeln. Also, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Fishing Point Video.